Ja, ich wünsche euch auch einen schönen guten Morgen. Bevor ich mit der Predigt starte, bete ich noch. Herr Jesus Christus, so möchte ich dir danken für diesen Morgen, dass wir jetzt ja wieder Gottesdienst feiern dürfen, dass wir das auch ja in zwei Gottesdiensten hier tun können. Ja, ich danke dir einfach immer wieder für dieses Privileg, was jetzt nochmal ganz neu sichtbar wird, Herr, durch diese letzten ja, Monate, die wir jetzt einfach erlebt haben, was für ein Privileg das ist. Und so danke ich dir dafür. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass ja diesen ganzen Gottesdienst möchte ich dir weiter anbefehlen, dass du ihn segnest, dass du ihn gebrauchst, dass es darum geht, dass du im Mittelpunkt stehst und dass dir die Ehre gegeben wird. Denn dir gebührt sie und niemand anderem sonst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass ja, du es auch im weiteren Verlauf des Gottesdienstes jetzt schenkst, Herr. Ich bete, dass du meine Worte dadurch gebrauchst und den ganzen weiteren Gottesdienst, Herr, dass wir etwas von dir lernen können, dich besser kennenlernen können, ja, mehr und mehr über dich erfahren. So möchte ich dich jetzt bitten um deinen Segen für diese Predigt, ja, dass du dadurch sprichst und meine Worte gebrauchen mögest. In deinem Namen, Jesus, bete ich das und möchte diese Zeit jetzt ganz bewusst und besonders nochmal in deine Hände legen, Herr. Amen. Ja, es gibt ein Sprichwort, welches da lautet, Schadenfreude ist die schönste Freude. Und das wird wunderbar auch durch dieses Bild dargestellt von dem kleinen Jungen da vorne. Sieht süß und lustig zugleich aus. Aber wenn man sich das mal vor Augen führt, so dieser Spruch, Schadenfreude ist die schönste Freude, ist es nicht krass, wenn man mal darüber nachdenkt, was man da eigentlich sagt? Die Freude auf Kosten von anderen soll die größte Freude sein, die es gibt. Größer als die Freude über ein Geschenk, als die Freude über eine tolle Begegnung, über eine Beförderung, über was auch immer. Ist das nicht verrückt? Studien zu dem Thema zeigen, dass Schadenfreude vor allen Dingen daran geknüpft ist, ob man jemanden sympathisch findet oder nicht. Schadenfreude entsteht häufig, wenn man jemanden nicht mag und ja, ihm das Unglück gönnt. Das kann sogar so weit führen, dass da so eine richtige Art Genugtuung bei rauskommt. Bei Freunden hingegen reagiert man natürlich ganz anders, vielmehr mit Mitleid. Es gibt sogar Fernsehsendungen, die bauen darauf auf, dass der Zuschauer sich an dem Scheitern von anderen erheitern kann. Wie zum Beispiel Dschungelcamp oder DSDS oder was es da noch so gibt. Indem man sich über die Pleiten und über die Fehler von anderen Menschen amüsiert, fühlt man sich selber besser. Man kann in fast jedem Bereich Schadenfreude empfinden. Im Alltag zeigt sich, dass das wohl besonders am Arbeitsplatz der Fall sein soll. Das liegt vor allen Dingen an der großen Konkurrenz, die am Arbeitsplatz in der Regel vorherrscht. Und der Impuls zur Schadenfreude in einem selber ist vor allen Dingen dann stark, wenn es sich um den eigenen Vorteil dreht. In dem Moment, wo ein Kollege scheitert, will man selber einspringen, will man sich einsetzen, um selber beruflich weiterzukommen, ja, die Konkurrenz abzuhängen. Kleines Beispiel dazu, wenn man im Theater die Erstbesetzung ausfällt aus irgendwelchen Gründen, dann rückt automatisch die Zweitbesetzung nach. Das kann eine günstige Gelegenheit sein, auf sich aufmerksam zu machen, sein Talent zu zeigen. So weit, so gut, aber die Frage ist, was passiert da im Inneren so? Ne? Ist das einfach nur normale Freude oder ist das schon Schadenfreude? Experten warnen davor, dass Schadenfreude im Job zum ernsthaften Problem werden kann. Irgendwann wird nämlich nicht mehr miteinander, sondern gegeneinander gearbeitet. Es fängt vielleicht damit an, dass man sich über das Unglück von jemand anders freut und sich darüber lustig macht. Und später geht es dann möglicherweise weiter, dass man anfängt zu manipulieren, anfängt zu mobben, um sowas vielleicht herbeizuführen. Also, Schadenfreude kann für erhebliche Probleme sorgen. Und genau darum geht es auch heute in der Predigt, wie Schadenfreude zum Problem wird. Bevor ich mit uns in den heutigen Bibeltext einsteige, aus Hesekiel 26, möchte ich noch kurz ein paar Sätze zu der Situation sagen, in welche der Bibeltext geschrieben wurde. Vielleicht auch noch mal kurz vorweg, das ist jetzt kein klassischer Predigt und Bibeltext über den man so oft in Predigten hört. Ihr kennt mich ja jetzt schon ein Stück weit, also ich suche ja manchmal auch Texte aus, die jetzt nicht ganz so gebräuchlich dafür sind. Diesmal einer aus dem Buch Hesekiel. Das liegt einfach auch daran, dass ich auch Freude habe, mal ungewöhnliche Texte in Predigten zu verwenden und auch versuchen möchte, so gut es geht, auch die gesamte Bandbreite der Bibel darin zum Ausdruck zu bringen. Heute Hesekiel. Hesekiel
ist einer von zwei Propheten, der nicht im Land Israel wirkt, sondern der predigt und weissagt unter den Juden im Exil in Babylon, Zeitraum so 590 bis 570 vor Christus. Und das Volk Israel erlebt gerade eine seiner größten Krisen, die es je gegeben hat. Sowohl geistlich in der Beziehung zu Gott, als auch militärisch. Das große Reich Babylon, es bedrängt Israel immer mehr. Und dann so 586 vor Christus wird Jerusalem endgültig zerstört. Umso erstaunlicher ist auf diesem Hintergrund die Stimmung, die unter den Juden da der Fall gewesen ist. Denn bis zu dem endgültigen Untergang von Jerusalem glaubt das Volk, dass es bald wieder heimkehren wird, weil Gott ja auf ihrer Seite steht. Das hat so eine sorglose, fast schon trügerische Hoffnung und hat den eigentlichen Grund für die Verbannung überhaupt nicht verstanden. Und in diese Umstände darf Hesekiel predigen und weissagen. Und mitten in diese Situation tauchen dann auch noch Gerichtsworte auf, die Hesekiel im Namen Gottes über die umliegenden Völker um Israel herum predigt und weissagt. Und dahinter liegt diese Fragestellung: Haben die anderen Völker von der Überheblichkeit Israels und der Reaktion Gottes etwas gelernt? Wie sich zeigen wird, ist dem nicht ganz so. Und damit bin ich auch schon beim ersten Punkt für heute, den ich überschrieben habe mit Schadenfreude, schaut auf den eigenen Vorteil. Und da lese ich Hesekiel 26, 1 bis 6. Im 11. Jahr unserer Verbannung, am 1. Tag des Monats, erging das Wort des Herrn an mich. Er sagte: Du Mensch, die Leute von Tyrus jubeln vor Freude über den Fall Jerusalems und rufen: Erobert ist die Stadt, die man das Tor der Völker nennt. Uns wird jetzt ihr Reichtum zufallen. Sie ist nur noch ein Trümmerhaufen. Deshalb sage ich, der Herr, der mächtige Gott zu Tyrus: Du bekommst es jetzt mit mir zu tun. Wie das Meer gegen deine Klippen brandet, so lasse ich viele Völker gegen dich anstürmen. Sie werden deine Mauern schleifen und deine Türme niederreißen. Ich schwemme alle deine Erde weg, sodass nur noch der nackte Fels aus dem Meer ragt. Darauf werden die Fischer ihre Netze zum Trocknen auslegen. Ich habe es gesagt, ich, der Herr. Die Völker werden dich ausplündern und auch deine Tochterstädte auf dem Festland zerstören. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Wie ihr seht, habe ich da wieder ein sehr erbauliches Wort für den Sonntagmorgen ausgewählt. Strafgericht von Gott angekündigt über Tyrus. Und das spricht er aus über Tyrus, weil Tyrus mit Schadenfreude auf den Untergang von Israel reagiert, von Jerusalem. Dabei ist es durchaus so, dass Tyrus eine gemeinsame Vergangenheit hat mit dem Volk Israel. Während der Zeit von König David und König Salomo ist es so gewesen, dass Tyrus und Israel Verbündete gewesen sind. Tyrus als Seemacht wollte auf dem Festland mit der Hilfe Israels den Rücken freigehalten bekommen. Da ergab sich so eine natürliche Interessensgemeinschaft, so eine Allianz. Deswegen gab es eine freundschaftliche Beziehung. Das hat sich auch unter anderem dadurch gezeigt, dass Tyrus Materialien und Arbeiter für den Bau des Tempels unter König Salomo gestellt hatte. Diese Beziehung hat dann über Jahrhunderte, im Laufe der Jahrhunderte aber gelitten und führte letztlich dann auch zur Feindschaft. Ein paar alttestamentliche Propheten haben den Hochmut und auch den Eigensinn von Tyrus im Handel angeklagt. Daher war die Beziehung zwischen Israel und Tyrus dann später eher angespannt und eher so von Konkurrenzdenken geprägt. Verdeutlicht wird das, ich habe mal ein Beispiel rausgesucht von Amos 1, Vers 9, da wird das auch nochmal deutlich. Da sagt der Prophet Amos: Hört, was der Herr sagt, die Leute von Tyrus haben Verbrechen auf Verbrechen gehäuft. Sie haben den Freundschaftsbund mit Israel gebrochen und die Bewohner ganzer Dörfer an die Edomiter verkauft. Darum verschone ich sie nicht. Also diese Beziehung zwischen dem Volk Israel und zwischen Tyrus hat sich im Laufe der Zeit von Verbündeten zu Konkurrenten entwickelt. Das Ganze hatte wiederum auch seinen wirtschaftlichen Hintergrund.
Es ist nämlich so gewesen, sowohl Israel als auch Tyrus hatten ein großes Interesse an diesem Gebiet dort, denn ja, das war ein Gebiet, wo das Geld gesessen hat, das die Handelsroute zwischen Ägypten im Süden und zwischen den anderen Staaten des Mittleren Ostens. Da war eine sehr lukrative Gegend, wenn man da Handel getrieben hat. Da saß das Geld, da konnte man richtig Kohle mitmachen. Tyrus beherrschte die Seerouten in diesem Gebiet, Israel eben die Landwege. Und deshalb ist es so gewesen, dass Tyrus auf den Untergang Jerusalems mit Schadenfreude reagiert hat. Auf Schadenfreude, denn wenn Israel nicht mehr die Landwege kontrollieren kann, dann würden aller Voraussicht nach mehr Güter mit dem Schiff transportiert werden, also mehr Geld für Tyrus. Tyrus reagierte, kann man vielleicht so sagen, wie so ein geldgieriger Händler auf das schwere Unglück eines Rivalen. Es hatte den eigenen Vorteil im Blick. Bei dieser Reaktion hat Tyrus aber nicht mit Gott gerechnet. Gott kündigt an dieser Stelle nämlich nun sein Gericht über Tyrus an. Und Gott macht es auf eine Art und Weise, wo Tyrus genau wusste, wie das zu verstehen ist. Denn Gott gebrauchte durch den Propheten Hesekiel Bilder aus der Seefahrt, also aus dem Fachgebiet von Tyrus, genau da, wo Tyrus sich besonders gut auskannte. Wie die Wellen eines Meeres werden Angreifer heranziehen und werden sie zerschmettern. Gott würde Tyrus zu einem nackten Felsen im Meer machen. Das ist ja auch noch ein Wortspiel, denn Tyrus bedeutet zugleich Fels. Und Gott würde somit den Felsen zu einem nackten Felsen, oder man kann auch übersetzen, zu einer nackten Klippe machen. Ein Ort, an dem Fischer gerne ihre Netze trocknen, damit die Netze sich nicht in Büschen oder Bäumen verfangen. Und das ist ganz schön hart, was Gott hier über die Zukunft von Tyrus voraussagt. Aber es ist dann auch so gekommen. Es ist so gekommen, dass die Schadenfreude von Tyrus nur von kurzer Dauer war. Etwa 2 Jahre nach dieser Ankündigung folgte dann auch die Belagerung von König Nebukadnezar. Die hat 13 Jahre angedauert, also es gab ganz schön lange Krieg. Und spätestens dann, 200 Jahre später, durch Alexander den Großen wurde Tyrus dem Erdboden gleich gemacht. Wir schauen diesbezüglich mal kurz Vers 14 an, denn da wird das noch ein bisschen näher beschrieben. Ich mache dich zu einem nackten Felsen, auf dem die Fischer ihre Netze zum Trocknen auslegen. Das hatten wir eben schon. Du wirst nicht wieder aufgebaut werden. Ich habe es gesagt, der Herr, der mächtige Gott. Und hier kündigt Gott eben an, dass Tyrus nicht wieder aufgebaut werden wird. In der Zukunft ist es dann tatsächlich auch so, dass Tyrus nie wieder die Machteinstellung einnehmen konnte, die es vor diesen Angriffen besessen hat. Allerdings existiert Tyrus bis heute noch als Stadt. Inzwischen unter dem Namen Tyros im Libanon. Nun könnte man meinen, diese Prophetie hat sich nicht erfüllt. Wenn man aber genauer hinschaut, dann scheint es tatsächlich so zu sein, als wenn sie sich doch erfüllt hat. Denn dafür habe ich uns mal ein Bild mitgebracht. Da sieht man jetzt zur Linken Tyrus damals um 330 vor Christus und auf der rechten Seite Tyrus heute, Aufnahme aus dem letzten Jahr. Und man sieht inzwischen auch gewisse Unterschiede, also früher ist es eine Insel gewesen, unweit vom Festland, heute ist es eher so eine Halbinsel, weil hier ganz viel Sand aufgeschüttet wurde. Und hier diese Brücke, die Alexander der Große dann geschlagen hat, um das einzunehmen, das ist so hier irgendwie so dieser nördliche Teil und der Rest wurde eben so mit Sand aufgeschüttet. Deswegen ist es eben jetzt heute nur noch eine Halbinsel. Und tatsächlich ist es wohl so, dass der südwestliche Teil, wenn wir den genauer anschauen, ich habe es mir auch mal genauer angeguckt mit Google Street View, das war schon ganz schön spannend, ist hier so dieser Bereich, der ist gänzlich unbewohnt, denn der liegt vollends in Trümmern. Ist alles voller Ruinen. Und man sieht auch hier, dass ein Teil der Insel abgesunken ist. Also hier dieser Bereich da unten entspricht so diesem hier. Den gab es früher noch, der ist heute nur so, ja, sieht man nicht mehr so ganz. Und dieser Bereich ist unbewohnt. Das ist ungefähr, vielleicht so mal Pi mal Daumen hier, so ungefähr diese Hälfte, sag ich mal, von Tyrus, von der Fläche. Und tatsächlich scheint das die Stelle zu sein auch, wo früher die Stadt Tyrus existiert hat. Denn wir sehen hier noch diesen Pfeil da, diesen schwarz-blauen. Das ist die letztliche Einfallstelle von Alexander dem Großen gewesen. Da hat es den endgültigen Angriff und Durchbruch gegeben. Also möglicherweise genau der Platz, wo früher Tyrus gestanden hat, heute nichts mehr, nur Ruin.
Bis heute sagt man übrigens Folgendes über Tyros. Ein Spruch aus dem Jahre 1860 von einem französischen Archäologen ist folgendermaßen: Tyros ist eine Stadt von Ruinen, gebaut aus Ruinen. Und hier sieht man jetzt nochmal eine Nahaufnahme von den Ruinen im heutigen Tyros. Ist eher fast schon so eine Sehenswürdigkeit. Das ist eben in diesem südwestlichen Teil, wo, ja, wie man sieht, nicht mehr wohnen kann. Also, Gottes Prophetie scheint sich erfüllt zu haben. Und falls da doch noch was ausstehen sollte, kann das ja immer noch kommen. Durch diesen ganzen Abschnitt zeigt sich, Schadenfreude ist auf Dauer gar keine Freude. Und ich glaube, dass dieses Thema Schadenfreude nicht nur ein Problem von Tyros oder von Kindern ist, die sich gegenseitig ärgern und hier irgendwie, ja, ärgern wollen, sondern ich glaube, dass wir auch heute davon noch eine ganze Menge lernen können. Denn dieses Verhaltensmuster von Tyros, das kann sich auch durchaus in unserem Leben zeigen. Vielleicht nicht so offensichtlich, aber doch tief in uns verborgen. Das kann dann eher so aussehen. Mein Vorgesetzter im Beruf hat gesundheitliche Probleme, muss aufhören, also kann ich vielleicht aufsteigen. Oder mein Mitspieler im Sportverein ist verletzt, also kann ich jetzt spielen oder kann ich vielleicht sogar der entscheidende Mann sein. Oder die Konkurrenzfirma hat Probleme, also kann ich mit meiner Firma davon profitieren. Und so weiter und so fort. Da ließen sich noch mehr Beispiele sagen. Und diese ganzen Denkmuster haben vor allen Dingen eine Sache gemeinsam. Sie beschäftigen sich in erster Linie mit dem eigenen Vorteil. Denn letztlich geht es beim Thema Schadenfreude nicht um dieses offensichtliche Lustigmachen über den anderen, sondern das Problem ist eben diese Haltung dahinter, die sich zeigt. Es geht um meinen finanziellen Gewinn, meine Beförderung, meinen Status. Das ist letztlich das Kernproblem dahinter. Und das ist der Bereich, an dem wir ansetzen sollten. Die Frage lautet nun natürlich, wie kann man das machen? Und ich glaube, dass ein Schlüssel hierbei das Dienen ist. Denn wahres Dienen verändert nach und nach unsere selbstzentrierte Haltung. Unser natürlicher menschlicher Stolz sehnt sich ja immer wieder danach, gesehen zu werden, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das kann man sogar auch beim Dienen machen. Man kann mit selbstsüchtiger Haltung dienen. Aber wahres Dienen ist anders. Wahres Dienen bleibt im Verborgenen zufrieden. Wahres Dienen reicht die Zustimmung von Gott. Vielleicht dankt einem nie jemand dafür, aber das ist beim wahren Dienen nicht so entscheidend. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, dass wir nach und nach unseren Stolz ja kreuzigen können. Das mag Überwindung kosten, gerade am Anfang, aber nach und nach hat das die Kraft, unsere innere Haltung zu verändern. Es ist ein echtes Privileg, wenn man Menschen begegnet, die das verstanden haben und die das ja wirklich auch in ihrem Leben zur Umsetzung bringen. Ich darf solche Menschen kennen, darf mich glücklich schätzen. Und möchte ein Beispiel davon auch erzählen. Eine so eine Person ist ein ehemaliger Dozent von mir, der wirklich dadurch aufgefallen ist, durch so eine dienende Haltung, durch so eine demütige Ausstrahlung. Denn dieser Mensch hatte die Bereitschaft, anderen Menschen dienen zu wollen, den eigenen Vorteil hinten anzustellen, andere wichtiger zu nehmen als sich selber. Eine Sache ist mir da noch vor allen Dingen im Kopf. Das war mal eines Sonntags in meiner Zeit, als ich Bibelschüler noch im Studium war. Da war ich im Gottesdienst und hatte ein bisschen Zeitnot, war einfach Sonntag knapp dran. Also ich war im Gottesdienst mit dem Fahrrad und hin ging es halt schön bergab. Ne? Dann ging es schön schnell, zurück, bergauf ist die Strecke deutlich länger gewesen und die war jetzt auch nicht so mega kurz. Und im Anschluss an den Gottesdienst hatte ich irgendwie, dass zeitlich knapp war. Ich hatte noch irgendwie Arbeitsdienst oder so, ich weiß es auch nicht mehr genau. Und jedenfalls ist es dann so gewesen, dass dieser Dozent, der dort auch in der Gemeinde gewesen ist, mir kurzerhand unter die Arme gegriffen hat. Der hat mir gesagt, ey, ich fahre dich nach Hause, hat mich inklusive meines Fahrrads nach ebenso nach Hause gebracht. Und das hat mir sehr geholfen in dieser Situation. Und das fand ich schwer beeindruckend. Der war nämlich Dozent, der hatte ganz schön viel um die Ohren, der hatte sicherlich ganz andere Probleme, aber der hat sich die Zeit dafür genommen, mir zu helfen, zu dienen. Er war bereit zu dienen. So diese Haltung in ihm kam auch dadurch zum Ausdruck, seine Taten haben Bände gesprochen. Das fand ich sehr, sehr stark. Sehr beeindruckend. Und mit diesem Beispiel will ich dir Mut machen, dass du ja auch zum Diener wirst und dieser
ja, den Kampf antrittst gegen diese Selbstzentriertheit in dir. Ich will dich fragen, wann hast du das letzte Mal einen Dienst getan, den niemand mitbekommen hat? Für den dir niemand gedankt hat? Und welche Gelegenheit fällt dir vielleicht ein, anderen Menschen oder Gott dienen zu können? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es geht auch nicht immer darum, dass man bloß unentdeckt bleiben muss mit so einem Dienst. Und es geht auch nicht darum, immer Ja sagen zu müssen, das ist klar. Aber vielmehr geht es um diese innere Haltung des Dienens, diese Bereitschaft, den eigenen Vorteil hinten anzustellen. Und zu dieser Bereitschaft, zu dieser Haltung möchte ich dich heute ermutigen, denn ich glaube, dass das dieses Denkmuster sprengen kann, dass es uns immer nur um uns selber und unserem eigenen Vorteil geht. Also das ist das Erste, wozu ich dir Mut machen will, denn Schadenfreude schaut auf den eigenen Vorteil. Dann komme ich zum Zweiten, den ich überschrieben habe mit ein Weckruf statt Schadenfreude. Und dazu schauen wir uns mal Hesekiel 26, die Verse 15 bis 18 an. So sagt der Herr, der mächtige Gott, zu Tyrus: Die Inseln im Meer werden beben, wenn du mit Donnergetöse fällst. Ihre Bewohner werden zittern, wenn sie das Wutgeschrei der Mörder hören und die Todesschreie ihrer Opfer. Alle Könige der Völker am Meer werden vor in ihren Thronen steigen und ihre prächtigen Gewänder ablegen. Gelähmt vor Entsetzen werden sie sich auf die nackte Erde setzen und die Totenklage über dich anstimmen. Sie werden sagen: Ach, du ruhmvolle Stadt, Festung mitten im Meer, brausend von Leben erfüllt. Nun ist dein Untergang da. Schrecken flößtest du ein allen Bewohnern am Meer. Jetzt sind die Inseln entsetzt, Zittern befällt sie und Angst bei deinem schrecklichen Sturz. Hier geht es um die Reaktion der Nachbarstädte, der umliegenden Völker, ja, auf den Untergang von Tyrus. Angst und Zittern wird diese befallen. Und das hatte auch einen Grund, denn diese Küstenstädte waren wirtschaftlich abhängig von Tyrus. Und entsprechend waren sie verzweifelt auch über den Untergang, über das, was da passiert ist. Sie trauern über den Untergang der einstigen großen Handelsstadt. Das wird hier zum Ausdruck gebracht dadurch, dass sie von ihren Thronen herabsteigen. Das ist eine symbolische Handlung, eine antike Geste dafür, die Trauer zum Ausdruck bringt. Und dann wird auch noch das zum Ausdruck gebracht, indem sie sich auf die nackte Erde setzen. Das ist auch wiederum ein Zeichen der Trauer, ja, wenn man um einen geliebten Freund oder um das Leid von einem Geliebten, wenn man das zum Ausdruck bringen möchte. Darüber hinaus stimmen die Nachbarstädte sogar die Totenklage an über den Untergang von Tyrus. So greifbar ist diese Verzweiflung bei ihnen. So sehr war das im Fokus. Der Fall von Tyrus brachte Schrecken über sämtliche Küsten, die es beherrscht hatte, und das war gar nicht mal so wenig, denn der östliche Mittelmeerraum, die ganze Küste, wurde von Tyrus eigentlich beherrscht. Diese Quelle vom Wohlstand, die war verschwunden. Nun müssen eben auch die Völker, die Nachbarstädte, unter den wirtschaftlichen Folgen leiden. Und damit bekommen diese umliegenden Völker vor allen Dingen eines zu spüren, nämlich, dass es bei Menschen und Völkern keine endgültige Sicherheit gibt. Die gibt es einfach nicht. Das war für sie überhaupt nicht auf dem Radar. Das war undenkbar für sie, dass so eine mächtige Nation wie Tyrus untergehen konnte. Die waren die Seemacht schlechthin in diesem ganzen Gebiet. Bei schwächeren Mächten, ja, das wäre noch denkbar gewesen, wenn da mal eins untergeht. Aber Tyrus, das hatten sie nicht auf dem Schirm. Vielleicht ein kleiner Vergleich dazu, wenn man jetzt heute an den Bereich des Fußballs denkt, wenn da irgendein Verein pleite geht, wenn er dicht machen muss, Insolvenz anmelden muss, das kommt immer mal wieder vor, so bei dem einen oder anderen kleinen Verein, der in wirtschaftliche Not geraten ist. Aber stellt euch mal vor, sowas würde unerwartet eben über den FC Bayern München kommen. Absolut unvorstellbar. Entsprechend unvorhergesehen kam hier für die Völker damals, dass diese mächtige Nation Tyrus untergegangen ist. Also für die umliegenden Völker war das eine absolute Überforderung, Schockstarre, Verzweiflung, das hat sich breit gemacht, denn sie waren zu sehr abhängig von dem Handel mit Tyrus. Das war ihr Problem.
Gleichzeitig ist es aber auch so, dass so ein Moment von so einer Krise auch ein Weckruf sein kann. Eine Krise bringt immer Dinge ans Tageslicht. Deshalb sind Krisen auch nicht immer nur schlecht. Bei der hier genannten Reaktion der Völker lesen wir hier nur von Trauer und Verzweiflung. Wir wissen nicht genau, wie es dann weitergeht im Einzelnen, wie sie wirklich dann auch exakt reagiert haben. Was deutlich wird, ist, dass ihre große Abhängigkeit von Tyrus zum Problem geworden ist. Aber dieser Weckruf, den die Völker damals erfahren haben, der kann auch für uns heute sehr, sehr wertvoll sein. Seit gut einem Jahr erleben wir ja auch eine Situation, die vorher für uns so auch überhaupt nicht denkbar gewesen ist. Und dadurch ist sicherlich auch das eine oder andere ans Licht gekommen. Für mich wird in dieser Hinsicht vor allen Dingen immer wieder deutlich, wie tief die Wurzeln im Glauben jedes Einzelnen sind. Ich freue mich total über die Menschen, die auch während dieser aktuell sehr, sehr sonderbaren Zeit aktiv ihr Leben mit Jesus gestalten, die sich in die Gemeinschaft einbringen, die am Herrn dranbleiben, mit ihm unterwegs sind. Das macht mir einfach Freude, das ist großartig. Eine ganze Menge von Teens und Jugendlichen, bei denen sehe ich das auch. Die bleiben auch dabei bei unseren Treffen, obwohl wir uns seit Monaten nur online treffen können. Das ist großartig, das ist super. Das macht mir Freude. Auf der anderen Seite mache ich mir vor allen Dingen aber auch Sorgen um diejenigen, bei denen eher das Gegenteil sichtbar wird. Menschen, die sich zurückziehen, die kaum noch an Gemeinschaft teilnehmen. Und das, finde ich, ist eher ein Alarmsignal. Und ich weiß nicht, wo du dich jetzt gerade an dieser Stelle so einordnen würdest oder ob dir vielleicht gerade auch vielmehr eine andere Person vor Augen ist, um die du dir Sorgen machst. Als persönlichen Gradmesser finde ich hier zwei Fragen sehr, sehr hilfreich, die will ich dir kurz stellen. Das erste ist, habe ich regelmäßig persönliche Zeit mit Gott? Das Ganze findet am besten täglich statt. Und die zweite Frage ist, habe ich regelmäßig Gemeinschaft mit anderen Christen? Auf welchem Wege auch immer, digital, persönlich, das nicht so entscheidend. Das Ganze sollte auch am besten so mindestens vielleicht einmal die Woche stattfinden. Das wäre schon nicht verkehrt, wenn du diese beiden Fragen für dich persönlich mit Ja beantworten kannst. Falls dem nicht so sein sollte, dann möchte ich dir heute Mut machen, dass dies heute dein persönlicher Weckruf ist. Dass es dein persönlicher Weckruf ist und dass du daran arbeitest und dafür tust, dass sich das ändert. Vielleicht ist es aber auch vielmehr gerade bei dir so, dass dir jemand anderes in den Kopf kommt, über den du dir große Sorgen machst. Deshalb will ich dir Mut machen, wenn das der Fall ist, dass du einen Weckruf in Richtung dieser Person aussendest. Das Ganze bitte natürlich auf eine gute Art und Weise, sonst wird er das Gegenteil bewirkt. Also mit einer gewinnenden Haltung, vorbereitet im Gebet, von der Liebe geleitet. Da will ich dir Mut machen, dass du diesen Weckruf aussendest. Also dazu möchte ich dir heute Mut machen, dass du diesen gesamten Gottesdienst als Weckruf verstehst, entweder für dich selber oder eben für jemand anderes. Denn für die umliegenden Völker von Tyrus ist es damals so gewesen, sie hatten diesen Weckruf, für die ist das ein möglicher Weckruf gewesen, dass diese große Nation untergeht, diese Krisensituation, die sie erlebt haben, wie sie genau reagiert haben, wir wissen es nicht. Aber für uns heute kann und soll das ein Mutmacher sein, um den Weckruf zu hören und ihn auch in die Tat umzusetzen. Also, ich glaube, durch diesen ganzen Gottesdienst, durch diese ganze Predigt ist deutlich geworden, Schadenfreude ist keine wirkliche Freude, sondern vielmehr ein Problem. Natürlich ist es so, man darf auch mal miteinander, auch mal übereinander lachen, gerade wenn es im Spaß gemeint ist. Das ist jetzt nicht das Kernproblem, um was es geht. Sondern es geht vielmehr um diese innere Haltung, die dahinter stecken mag. Und stellt euch mal Folgendes vor. Die Menschen da draußen, die Menschen in der Welt, die gerade nicht alle unbedingt nur gut auf Christen zu sprechen sind. Stellt euch mal vor, die würden uns daran erkennen, dass wir durch eine selbstlose Haltung des Dienens auffallen. Durch eine Haltung, die nicht auf den eigenen Vorteil aus ist, sondern die den anderen höher achtet. Das wäre doch mal ein richtig starkes Zeugnis. Ich glaube, wenn dem so ist, dann haben wir den Weckruf gehört. Gott segne und schenke uns Gelingen dabei. Amen.